Abonniere diesen Kanal, mach die Glocke an, dass du keine weiteren Videos verpasst, damit du einfach hier dabei sein kannst und dir diese ganzen Themen anhören kannst und gestärkt wirst im Glauben. Nämlich eins ist sicher, Gott will uns einen Glauben aufbauen und ich will das auch. Ich will deinen Glauben aufbauen, ich will deinen Glauben stärken und ich will vor allem mit diesem Video, mit dieser Botschaft gerade den Personen helfen, die ein bisschen skeptisch sind, was das Thema Glauben angeht und sich da ein bisschen verloren fühlen oder auch schon so eine Abwehrhaltung eingenommen haben. Es gibt nämlich einen Punkt oder eine Sache, die wir uns ganz genau anschauen müssen, damit wir das Thema Glauben besser verstehen. Also nochmal einfach für alle zum Mitschreiben. Wir reden von dem Glauben für die Wunder und für die Verheißungen in deinem Leben. Dieses Thema bringt oft viel Streitigkeit und Zwiespalt und es ist schon so weit gekommen, dass viele Prediger sich distanzieren von diesem Thema und nicht so gerne über den Glauben sprechen. Vor allem nicht gerne Jesus seine Worte zitieren, obwohl er eigentlich immer wieder gesagt hat zu den Menschen, die geheilt wurden, dein Glaube hat dich geheilt. Er sagt, dem, den du glaubst, sind alle Dinge möglich. Und auch wenn das die Wahrheit ist, tut das manchen Leuten weh oder sie fühlen sich dabei angegriffen. Es gibt eine Sache, mit der will ich eigentlich anfangen und die ist so wichtig, um das ganze Thema zu verstehen. Wir nehmen einen Vers aus Römer Kapitel 10, Vers 17. Da heißt es nämlich, so kommt der Glaube aus der Predigt, die Predigt aber durch das Wort Gottes. Schau mal, eine Sache musst du hier verstehen. Der Glaube für die Verheißung Gottes ist nicht immer da. Er ist nicht immer da, du bist nicht immer in diesem Glauben, du läufst nicht Tag für Tag immer in diesem Glaubenslevel, wenn ich das mal so ausdrücken darf, um die Wunder, die Gott dir geben will, zu empfangen. Das ist schon ganz wichtig und das ist auch eine Last, die vielleicht von dir abfällt. Das hast du vielleicht nicht gewusst, ja? Das ist vielleicht, wo vielleicht auch falsch angekommen ist und so weiter. Du musst wissen, du bist nicht immer in diesem Glauben, wo du Wunder empfangen kannst. Das ist ganz normal. Wir sind Menschen, wir leben hier auf dieser Erde, wir sehen, dass vor Augen ist, wir sehen, fühlen das, wie die Sachen sind, ja, das Natürliche und so weiter. Und so leben wir. Und weil wir in dieser Welt eben leben, ist es für uns nicht so leicht, oder fällt es uns manchmal nicht so leicht, Übernatürliches oder über dem Irdischen hinaus Dinge zu begreifen oder anzunehmen oder zu glauben. So, aber du musst wissen, um die Sachen zu bekommen, die Gott uns geben möchte, gerade die Heilung, die Befreiung, die Segnungen, die Verheißungen Gottes, ist Glaube notwendig. Ja, das geht nicht ohne Glauben. Aber diesen Teil will ich noch ein bisschen nach hinten schieben, weil sonst fühlst du dich wieder so angegriffen, ohne Glauben, ich habe nicht geglaubt und dann kommt diese ganze Suppe wieder zusammen. Wir müssen uns eher dann damit beschäftigen, nachdem wir wissen, dass wir nicht immer sozusagen diesen Glauben haben, wie können wir zu diesem Glauben gelangen für das Wunder, das wir brauchen? Du musst wissen, der Glaube kommt. Das heißt, wenn er erst kommt, dann war er ja nicht da, oder? Und das ist einfach interessant. Der Glaube ist momentan vielleicht bei dir nicht da, aber er kann kommen. Und deswegen predige ich auch von dem Glauben, ich predige von Gottes Wort, ich zeige dir die Möglichkeiten, die Gott hat und so weiter, weil genau diese Botschaft, ja, die bringt Glauben, sie produziert Glauben in dir. Und deswegen, die Menschen, die sich immer schnell kritisiert fühlen, die sich angegriffen fühlen, verstehen nicht, dass wenn sie eine Botschaft des Glaubens hören, es darum geht in erster Linie, dass der Glaube in ihnen aufgeht, dass der Glaube sozusagen anfängt zu kommen. So, ich mache mal ein Beispiel. Wir sind alle im Alltag, jeder geht seiner Arbeit nach. Auf der Arbeit sind Probleme, sind irgendwelche stressige Situationen. Zu Hause gibt es Stress mit den Kindern, keine Ahnung, irgendwelche familiären Dinge. So, die Woche geht vorbei, wir treffen uns zum Sonntag. Du hast vielleicht, was weiß ich, du hast einen Bandscheibenvorfall, dir geht's nicht so gut, aber du kommst jetzt so in die Kirche. So, du hast die ganze Woche auch diese Schmerzen vom Rücken gehabt, du hast einen Stress gehabt, du hast quasi die irdischen Umstände einfach gehabt. Wenn du in den Gottesdienst gehst, und so geht es den meisten Leuten, das ist komplett normal, dann kommst du quasi wie so ein irdischer Mensch in den Gottesdienst und du erwartest erstmal gar nichts. Du bist einfach da, du bist in dem Trott der Woche. Und jetzt aber möchte Gott etwas tun. Er möchte dich berühren. Er möchte vielleicht dir ein Wunder geben. Er möchte dich aufrichten. Er will dich heilen, ja? So, aber bevor er das macht, braucht er sozusagen deinen Glauben. Und diesen Glauben musst du aufbringen oder muss man aufbauen. Deswegen gibt es eine Botschaft.
Deswegen gibt es auch Lieder. So all das Ganze führt dann dahin, durch die Botschaft, durch das Wort Gottes, wie es auch hier heißt, dass auf einmal in dir im Zuhörer, der du aus diesem Trott erstmal raus musst. Es dauert eine Weile. Deswegen funktionieren 5 Minuten Predigten nicht. Weil manche sich fragen, warum nichts passiert in den Kirchen. Ja, aus 5 Minuten Predigt, 10 Minuten Predigt kommt nichts. Der Glaube braucht Zeit. Es braucht wirklich eine Ladung von Gottes Wort, von Wahrheiten, von Textstellen, die einfach eindringen, die Mauern durchbrechen, die sozusagen hier durchgehen und hier reinkommen. Das ist eine Arbeit. Der Mensch muss sich umstellen. Es dauert eine Weile. Vielleicht hast du dich auch gefragt in den Kirchen, warum macht man eine Worship-Zeit? Warum singt man einige Lieder? Weil alles sozusagen dient dazu, dass der Mensch sich aus seiner irdischen Situation sozusagen so ein bisschen rausholt, sich entfernt und sich auf Gott konzentriert. Und auf einmal, wenn er eben da ist, ja, sein Geist ist da, er ist wach, dann kann er das Wort Gottes aufsaugen, kann er das bekommen und auf einmal kriegt er die Sicht, also der Glaube macht das ja dann in ihm, auf einmal kriegt er den Glauben für das Unmögliche oder für das Übernatürliche. Es kommt. Also der Glaube kommt. Deswegen mach dich nicht fertig damit, dass wenn du vielleicht für gewisse Sachen keinen Glauben hast in irgendeinem Moment und lass dich auch nicht sozusagen beleidigen dadurch, weil du für irgendwas keinen Glauben hast. Du kannst aber sozusagen den Glauben bekommen. Und den bekommst du, wenn jemand das Wort Gottes predigt. Den bekommst du, wenn ich gerade hier das Wort Gottes predige. Und vor allem in der Kirche ist es einfach am anschaulichsten da, wenn du da sitzt und wirklich offen bist und jemand das Wort des Glaubens predigt, wenn jemand Heilung predigt, Befreiung predigt, Gottes Segen predigt, dann passiert was in dem Zuhörer. Natürlich muss der Zuhörer offen dafür sein und auf einmal kann er das aufsaugen. Der Glaubenslevel ist auf. Und er auf einmal wird ihm das klar, tatsächlich, alle Dinge sind mir möglich, denen er glaubt. Das ist eine geistliche Sache. Glauben ist eine geistliche Sache. Es benötigt eine gewisse Atmosphäre, um quasi in ein gewisses Glaubenslevel zu erreichen, was durch das Wort Gottes kommt. Und auf einmal kannst du dann durch Gebet dein Wunder empfangen. Ja? Und das ist, wie die ganze Sache mit dem Glauben funktioniert. Und die wenigsten wissen das, die wenigsten haben schon mal vielleicht davon was gehört, du vielleicht auch zum ersten Mal. Falls dir diese ganze Sache neu ist oder diese Sichtweise neu ist, dann schreib es mir gerne in die Kommentare. Es würde mich natürlich sehr freuen, von dir einfach zu hören, Feedback von dir zu bekommen und wir können uns auch austauschen, weil ich auch eine Hilfe sein will, gerade in diesem Bereich. Ich glaube, dass es einfach wichtig ist, vor allem, dass auch unsere Gemeinden in Deutschland immer mehr zu Zentren werden, wo Menschen Wunder empfangen, wo Menschen Heilung bekommen, wo Menschen Befreiung bekommen. Das ist absolut notwendig und das muss einfach sein. Es gibt eine Stelle in, ich glaube, sie ist in Hesekiel 34, da gibt es so eine Strafrede durch einen Propheten, also Gott spricht durch einen Propheten und da fängt er an zu schimpfen, die Leiter, und sagt da, ihr heilt die Kranken nicht, ihr verbindet die Verletzten nicht, ihr streckt euch nicht aus nach den Bedürftigen und so weiter, sondern streng und hart herrscht ihr über sie. Und da gibt es so ein hartes Wort, wie ich natürlich auch empfinde, gegen Leute, die nicht Heilung bringen, die nicht Hilfe bringen, die keine Segnungen bringen dem Volk, sondern einfach nur herrscherisch über sie herrschen und das ist alles und das Volk unterdrücken. Und ich sehe das immer wieder, dass Gemeinden so einen Kurs fahren. Viele Gemeinden fahren leider so einen Kurs. Sie verbannen dann die ganzen übernatürlichen Sachen, sie verbannen die Geistesgaben, sie verbannen all diese ganzen Sachen und verwehren dann einfach den Menschen, dass er etwas empfängt. Und dann fangen sie sogar an, Lehren zu predigen von macht Gott dich ja auch krank und manchmal musst du was in dieser Krankheit dann lernen und so weiter und so fort. Und all das ist eigentlich nichts anderes, wie sich quasi verstecken hinter dem Unglauben. Den Unglauben zu verstecken, ja, den zu kaschieren. Den einfach dann so, weil der Mensch einfach nicht, er traut sich halt nicht. Verstehst du? Er traut sich nicht. Es gibt viele geistliche Menschen hinterm Pult, die einfach nicht den Glauben aufbringen können oder sich nicht trauen, Gott für ein Wunder zu glauben, für den Menschen zu beten, hinzugehen. Sie haben Angst, da passiert etwas nicht oder es wird lächerlich oder sie werden dumm dargestellt. Sie wollen nicht von ihrem hohen Ross runterkommen und so weiter. Und das ist ein Riesenproblem. An einer Stelle sagte Jesus, wo die Jünger ausgesandt wurden, um die Menschen zu befreien, zu heilen, da kamen sie zurück und berichteten, selbst die Dämonen sind uns untertan. Und dann heißt es, Jesus sagte, machte ein Stoßgebet, sagte, Vater, danke dir, dass du das den Unmündigen offenbart hast, denn so hat es dir wohlgefallen. Also es sind dann auch ganz oft diese Sache,
ist etwas manchmal schwierig für wirklich hochintellektuelle Theologen. Die können damit nichts anfangen. Sie können sich in diesem Bereich leider nicht finden, weil das eine Glaubenssache ist. Das ist eine Herzens- und Glaubenssache. Die geht nicht durch den Verstand. Hier heißt es einfach, den Verstand abzuschalten, Gottes Wort anzunehmen und umzusetzen. Das ist hier die Sache. So, kommen wir zurück zum Vers. Der Glaube kommt aus der Verkündigung. Die Verkündigung aus dem Wort Gottes. Wieder, die Verkündigung muss aus dem Wort Gottes kommen, damit überhaupt der Glaube entstehen kann. Echter christlicher oder geistlicher Glaube für Gottes Verheißungen kann nur aus dem Wort Gottes entstehen. Und so bemerke ich auch immer wieder, dass manche Leute Botschaften bringen, die überhaupt nicht aus dem Wort Gottes sind. Sie predigen irgendwie Goethe, sie predigen, keine Ahnung, irgendwelche Schriftsteller, sie predigen auch meinetwegen irgendwelche geistlichen Vorväter, ja, wie zum Beispiel Bonhoeffer oder sowas. Die zitieren dann irgendwelche Verse, wo sie gesagt haben, und dann wird von irgendwelchen Philosophen irgendwas zitiert, irgendwelches Buch gelesen oder der hatte einen guten Gedanken. Und all diese ganzen Sachen, wie ich bemerken durfte, bringen kein Glauben. Sie bringen keinen Glauben dem Zuhörer. Der Zuhörer hat nichts davon. Er sitzt da und hat wieder irgendwas Intellektuelles gehört, aber geht einfach mit seiner Krankheit wieder nach Hause, weil das nichts produziert. Aber Gottes Wort, die Wahrheit, produziert. Manche Kirchen denken, sie müssen jetzt irgendwie voll relevant werden, weil sie mit irgendwelchen Filmen Vergleiche ziehen. Wie oft ich sowas gesehen habe, dass Leute angefangen haben, Herr der Ringe als ein gutes Beispiel zu nehmen für, das ist voll christlich alles da, guck mal, der Zauberer hier und der soll Jesus darstellen, der soll das darstellen und all solche Sachen. Und ey, da muss ich mir die Hände auf den Kopf schlagen und denken, wo sind wir da gelandet? Reicht die Bibel nicht mehr aus? Reicht das Wort Gottes nicht mehr aus? Und dann wundern wir uns, warum wir keine Wunder sehen, warum keine Heilungen sehen, warum keine Befreiung sehen. Ganz einfach, weil man Nein gesagt hat zu den Sachen und irgendein Schrott predigt. Irgendwas, was einfach mit dem Wort Gottes nichts zu tun hat. So, deswegen, selbst du als Zuhörer, wunder dich nicht, wenn du für manche Sachen keinen Glauben hast. Wenn man dir keinen Glauben gepredigt hat, kannst du auch keinen Glauben haben. Verstehst du, was ich meine? Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass du Glauben haben musst, um gewisse Dinge zu empfangen. Das ist nun einfach mal das Gesetz des Glaubens, das wir in der Bibel sehen. Das Gesetz des Glaubens, das ist ein Gesetz, das kann man nicht überschreiben. Der Glaube, dein Glaube, spielt die große Rolle hier, wenn es darum geht, Wunder zu empfangen. Und wenn du wieder mal irgendwo so eine Botschaft hörst, wo jemand sagt, dass es an deinen Glauben liegt und so weiter, dann verschließ dich nicht, mach dich nicht kaputt dadurch, schalt nicht ab. Überleg erstmal, ist das Gottes mit Gottes Wort in Einklang oder nicht? Auch wenn es dich vielleicht erstmal trifft, auch wenn es dich erstmal fertig macht. Ich mache immer wieder diesen Vergleich, weil, wie gesagt, mit dieser Sache werde ich oft konfrontiert. Da mache ich immer wieder diesen Vergleich. Wenn ein Mensch, ein Evangelist, auf die Straße geht und er predigt, sage ich mal, der Welt und sagt, du brauchst Christus. Warum? Weil du ein Sünder bist. So in deinem Zustand bist du verloren. Du brauchst Christus. Der Zuhörer ist jetzt beleidigt. Ja, aus warum ist er beleidigt oder er kann beleidigt sein? Weil er ihm das Problem gezeigt hat. Er sagt, der ist ein Sünder. Er braucht Christus. Ja? Aber es ändert ja nichts daran, so, wenn einer das wirklich auffasst, sozusagen aufnimmt und das annimmt, vor allem diese auch irgendwo treffende Botschaft, dann hat er eine Chance, errettet zu werden. Er hat eine Chance, sich zu bekehren. So, ungefähr so verhält sich die Sache auch mit dem Glauben. Warum dürfen wir sozusagen dem Sünder sagen, dass er Jesus braucht und dass er vergeben braucht, vor allem seiner Sünden, aber wir dürfen nicht sagen, dass ein Christ Glauben braucht, um Wunder zu empfangen, um Heilung zu empfangen. Da ist es immer gleich so, als ob man jemanden wehtut, als ob man jemanden verletzt. Nein, das sind Menschen, die einfach selber in manchen Bereichen enttäuscht wurden, die jetzt solche Sachen sagen. Und ich lasse mir nicht den Mund verbieten von Menschen, die, sage ich mal, aufgegeben haben an Gott. Die Gottes Wunder aufgegeben haben. Die nicht durchgehalten haben. Die irgendwann mal einfach gesagt haben, okay, weißt du was, ich glaube, das ist doch nicht alles so zu sehen. Die waren mal feurig. Viele Menschen waren mal feurig. Aber das Feuer für Gottes übernatürliche Wirken ist dann plötzlich ausgegangen. Und das kommt davon, wenn man irgendwann mal anfängt, hier zu mehr ein Christ zu sein als da. Du musst immer wieder zurückkommen hierher. Zum Glauben und zur ersten Liebe. Das geht einher, das geht zusammen. Ja, es gibt eine Stelle, die ist sehr interessant. Da heißt es in Galater Kapitel 5, Vers 6, denn Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch Unbeschnitten sein etwas, sondern der Glaube,
Der Glaube. Der Glaube, der durch die Liebe tätig wird. Diese zwei Sachen sind verschmolzen. Ich merke auch immer wieder, dass manche Prediger das gerne auch trennen, die Liebe und der Glaube. Aber das geht ein Hand in Hand. Der Glaube, der durch die Liebe tätig wird. Wenige haben diese Liebe, um tätig zu werden. Das sage ich ja auch ganz deutlich. Die wenigsten geistlichen Führungen haben diese Liebe, die es braucht, um tätig zu werden im Glauben. Ich hoffe, das habt ihr verstanden. Das war jetzt ganz, ganz wichtig, ja? Weil wenn du die Liebe Gottes in dich trägst, als jemand, der dient und den Menschen dient, dann wirst du früh oder später Gottes Wunder fließen sehen durch dich zu den Menschen. Es wird zu ihnen kommen. Nicht der Glaube wirkt erst durch die Liebe. Ich finde es halt einfach nur schade, dass viele sich da so beeinflussen haben lassen über die Jahre und so eine Abneigung irgendwann mal entwickelt haben gegenüber Wunder, gegenüber Heilung, gegenüber alles. Das ist für sie alles charismatisch und irgendwie alles falsch und alles dämonisch und alles ist falsche Propheten und keine Ahnung was. Da ist so eine Latte an Verurteilungen, wo man sich einfach fragt, Leute, das kann doch nicht wahr sein. Ja, wir müssen ja, wir kennen Jesus, wie er gewandelt hat. Wir kennen die Aposteln in der Apostelgeschichte, wie sie gewandelt sind. Und wir wissen, dass das Ganze nicht aufgehört hat. Es ging ja weiter. Die Geschichte geht weiter. Der Auftrag Jesu an uns geht ja weiter. Irgendwo muss es doch sein. Ja, es kann ja nicht alles falsch sein. Es können nicht alle Wunder falsch sein. Es können nicht alle Charismaten falsch sein. Alle, die irgendwie in Geistgaben arbeiten, falsch sein. Ich sage nicht, dass es nicht auch irgendwie Humbug und Sachen gibt, die vielleicht nicht mit dem Wort übereinstimmen. Aber man kann ja, man muss ja aufpassen und schauen, wo sind denn die richtigen Wunder? Wo sind denn die richtigen Wunder und Zeichen? Weil sie müssen da sein. Sie müssen da sein. Nämlich die Zeichen folgen dem, der da glaubt. Das ist, was das Wort Gottes sagt. Und deswegen wiederum, wenn du ein glaubender Mensch bist, dann werden dir Zeichen und Wunder folgen. Wenn du ein glaubender Mensch bist, und ich meine wieder Glauben, ich meine Glauben für Wunder und Zeichen, ja, wenn du das glaubst, nicht, dass du einfach an Jesus Christus glaubst, ja, weil das kann getrennt sein. Manche Leute, viele glauben einfach an Jesus Christus, an sein Werk, was wir natürlich brauchen, um errettet zu sein, aber sie glauben nicht, dass Gott etwas machen kann hier. Sie sind nicht im aktuellen, aktiven Glauben hier. Und das ist, liegt einfach meistens an den Leuten, die die Leute anleiten. Deswegen bringe ich auch dieses Video. Ich will, dass du verstehst, es ist bei dir nicht unbedingt sozusagen, es liegt nicht alles an dir oder bei dir. Es liegt an der Nahrung, die du hörst, die du bekommen musst. Aber wenn du die richtige Nahrung bekommst, die Nahrung des Glaubens, dann wird in dir, wenn du diese ganzen Bitterkeit und diese Vergangenheitssachen, wo du so, sag ich mal, enttäuscht warst und Sachen nicht passiert, durch Gebete ist nichts passiert, wenn du das alles mal wieder beiseite legst, ja, und einfach wieder mit mir zusammen in die Bibel hineingehst und das Wort Gottes neu anfängst anzuschauen und studieren, werd einfach offen, lass Bitterkeit einfach fallen, dann erkennst du schnell, okay, ich brauche Glauben, um gewisse Sachen zu empfangen. Wie bekomme ich ihn? Durch das Hören auf die Botschaft vom Wort Gottes, ja? Ich will mit dir in eine ganz wichtige Stelle noch rein. Und zwar in 1. Korinther Kapitel 2. Da sagt Paulus, und ich, Brüder, als ich zu euch kam, kam ich nicht mit hohen Worten oder hoher Weisheit, um euch Zeugnis Gottes zu verkündigen. Denn ich entschied mich, nichts anderes unter euch zu wissen, als alleine Jesus Christus und ihn als den Gekreuzigten. Ich war bei euch in Schwachheit, in Furcht und großem Zittern. Meine Worte, meine Predigt bestand nicht in überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in der Weisung des Geistes und der Kraft. Es war mehr als nur Worte und es war mehr als nur irgendwelche weisen Worte. Es war Weisheit, die vom Himmel kommt. Es war Worte mit Kraft. Es war der Heilige Geist, der durch ihn gesprochen hat. Es waren Dinge, die vielleicht der Mensch, der nicht im Glauben ist oder der nicht ein Christ ist, sowieso belächeln würde. Und das sehen wir gleich weiter im Text, was er da schreibt. Damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft beruhe. Wir reden Weisheit unter den Vollkommenen, aber nicht eine Weisheit unter der Welt, auch nicht der Obersten dieser Welt. Sie vergeht. So, er macht also hier wieder deutlich, dass er nicht einfach mit Worten kam. Er kam mit der Weisung des Geistes und der Kraft. Anders gesagt, er predigte und dann demonstrierte er Gottes Kraft. Das ist, was er gemacht hat. Das wissen wir auch, dass er das gemacht hat. Wir wissen, dass alle, die Gott da gebraucht hatte nach dem Pfingsten, dass sie wandelten in der Kraft Gottes. Philippus, was ging er raus? Evangelisieren, in Zeichen und Wunder geschahen. Ja? Petrus, wo die Leute, sein Schatten fiel auf die Leute, sie wurden geheilt, einer nach dem anderen. Sie liefen in der Kraft Gottes. So sagte ich eben auch, seine Worte waren nicht einfach, er hat nicht einfach irgendwas geredet. Er hat nicht einfach, und das ist aber, was wir heute in der Kirche viel finden.
So, es ist gut, Lehre zu haben, es ist gut zu reden, es ist wichtig auch aufzuklären und so weiter, aber es kann nicht sein, dass wir 24/7 nur irgendwie intellektuelle Sachen hören, irgendwelche frommen Sprüche und so weiter, aber die Kraft Gottes haben wir nicht. Aber woran liegt es, dass man es nicht hat? Weil man angefangen hat, durch Enttäuschungen, durch Vergangenheit, durch Sachen, die nicht passiert sind, ja, vielleicht hat irgendein Prediger mal irgendwelche Sachen nicht erlebt und hat angefangen, gegen zu Wunder zu predigen. Gegen. Und so haben wir Kirchen voll mit Leuten, die gegen das reden, was Gott vorhat. Gegen das Übernatürliche, gegen die Wunder, gegen das Geistliche letztendlich. Aber das ist notwendig, damit wir nicht auf Menschen beruhen uns und nicht auf ihre Weisheit und ihren schlauen Überredungen und so weiter, sondern damit wir allein auf Gott uns wieder verlassen, damit wir unsere Hoffnung auf ihn legen, damit wir einfach diese lebendige Beziehung beibehalten, damit wir immer auf ein gewisses Level wieder zurückkommen. Ja, das muss einfach sein. So, wir brauchen das. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist aus Gott, damit wir erkennen, was uns von Gott geschenkt ist. Und das ist etwas, worauf ich mich ziemlich oft beruhe und die mich auch kennen und meine Predigten kennen. Ich spreche von dem, was Gott uns geschenkt hat. Heilung, Befreiung, Vergebung, Segnungen, ewige Leben und so weiter. Das Leben hier auf dieser Erde in Fülle. So, was uns das Kreuz, durch das Kreuz alles möglich gemacht wurde, ja? Der Fluch, der aufgehoben wurde, der Segen, der reinkam, ja, der Segen Abrahams, der zu den Völkern kam und so weiter und so fort. Das ist, von was ich rede. Und ich gebe dir einen kleinen Tipp. Schau genau in deiner Kirche, wo du sitzt. Achte drauf, was wird vorne geredet? Werden diese Dinge angesprochen? Werden diese Dinge groß gemacht? Wird dir etwas gezeigt, was Gott dir geschenkt hat? Wenn nicht, dann würde ich dir raten, auf jeden Fall woanders hinzuschauen, woanders hinzugehen und in eine andere Gemeinde zu suchen. Weil das einfach nicht richtig ist, irgendwas zu hören in einer Kirche und das hier alles vernachlässigen. Und dann sagt er weiter, davon reden wir auch. Nicht mit Worten, die von menschlicher Weisheit gelehrt sind, sondern mit Worten, die der Heilige Geist lehrt. Indem wir geistliche Dinge geistlich beurteilen. Der natürliche Mensch aber begreift nicht, was vom Geist Gottes ist, denn es ist für ihn eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt werden muss. Also er sagt, dass wir die Weisheit Gottes reden, ja, Dinge von denen, wo Gott uns geschenkt hat, also Sachen, die die Welt nicht begreift, es sind Sachen, die für den Menschen Dummheit sind, ja. Guck mal, es ist dumm, für den Menschen für Heilung zu glauben. Wir haben doch dafür Ärzte. Wir haben doch dafür die Krankenhäuser, wir haben doch dafür eine Versicherung und so weiter und so fort. Wir haben doch die Wissenschaft. Warum sollte durch Hände auflegen irgendjemand gesund werden? Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Das ist kompletter Schwachsinn, ja, würde man sagen. Das ist eine Torheit. Guck mal, durch zu glauben, dass derjenige, der ohne Schuld war, sich hingegeben hat für uns alle, dass wir gerechtfertigt würden, wenn wir an den glauben, der den Ungerechten rechtfertigt, dass wir dadurch sozusagen frei und rein werden, das ist doch... Das macht keinen Sinn sozusagen, ja? Das ist wieder so umgekehrt, so was Seltsames, komisch für die Welt, Torheit. So all diese Dinge sind Torheit für die Welt. Jesus sagte, gebt, so wird euch gegeben werden. Der Segen Gottes, der uns verheißen wird durch das Geben, das sehen wir vom Anfang der Bibel bis zum Schluss durchgängig, ist immer verknüpft mit, wenn du gibst, wird dir gegeben werden. Wenn du in Gottes Reich investierst. Trachtest zuerst nach dem Reich Gottes mit deinen materiellen Dingen, dann wird der irdische Segen in deinem Leben fließen. Auch wieder eine sehr dumme Sache, sage ich mal in Anführungsstrichen, eine tore Sache, dass man durch Weggeben mehr empfangen soll. So, diese Sachen alle, das sind die Dinge, wo wir predigen die Dinge, die Glauben benötigt. Ja, wir predigen die Dinge. Paulus predigte die Dinge, die Glauben benötigt. Und das ist etwas, woran du schauen kannst, ob jemand was Gescheites predigt oder nicht. Wenn die Predigt deinen Glauben nicht herausfordert, dann kannst du sie vergessen. Ja, und wir sind aber heutzutage so gewohnt zu schlafen in der Kirche und einfach nur irgendwas, irgendeinen Brei zu hören, wo nachher überhaupt keinen Sinn macht, wo du nachher einfach nur dich noch schlimmer fühlst als davor, wo du noch alles komplizierter ist, wo du wieder nicht weißt, wo du wieder nicht gut genug warst, wo du wieder nicht irgendwie noch an deinem Charakter rumschleifen musst. Also so Sachen, wo einfach keinen Glauben produzieren und uns nicht weiterbringen als Christen. Ich denke, wir haben unseren Fokus falsch verlagert mit der Zeit.
Und dann hört man sich auch Predigten an, wo Leute dann anfangen zu sagen, dass Wunder nicht so wichtig sind. Ja, das ist nicht so wichtig, die Wunder. Es ist wichtig, einfach Jesus zu haben. Aber wenn du Jesus hast, hast du die Wunder. Verstehst du? Wenn du Jesus hast, hast du auch alles andere. Er steht für Heilung. Jesus steht für Heilung. Warum heißt es im Alten Testament, Gott mein Versorger? Er hat die Namen, Gott mein Versorger, Gott mein Heiler. Ja, das sind Gott selber, identifiziert sich als Heiler, als Versorger, als Erlöser und so weiter. Das ist er. Du kannst also das nicht trennen. Du kannst das nicht trennen, nicht nur sagen, ich habe nur Jesus. In dem Stehen ist er die ganze Fülle. Dann sind die anderen Sachen auch da drin. Dann kannst du nicht sagen, ich brauche keine Wunder, ich habe Jesus. Wenn du Jesus hast, dann hast du auch Wunder. Ja? Also nochmal zu dir. Wenn du mit diesem ganzen Thema vielleicht überfordert bist und auch Schwierigkeiten hast, dich immer verdammt fühlst, wenn es um dieses Thema geht, sage ich noch eine Sache. Die Bibel sagt, da gibt es keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Du musst immer aus diesem Standpunkt heraus alles sehen. Ja? Auch wenn du für irgendwas keinen Glauben hast, es fällt dir schwer zu glauben. Sei ein ehrlicher Christ. Sei kein heuchelnder Christ. So viele Christen heucheln immer was hin. Weißt du, sie haben irgendwas nicht, es hat irgendwas nicht geklappt, sage ich mal. Aber sie wollen den Fehler dann nicht bei sich haben. Warum denn nicht? Das ist doch, guck mal, wenn ich irgendwas falsch mache, ja, ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen, ja. Wenn ich irgendwas falsch mache und ich habe es erkannt oder Gott hat mir es gezeigt oder aus dem Wort oder die Predigt und das ist doch nicht schwierig, dann zuzugeben, stimmt, ich habe es falsch gemacht. Oder das macht uns Christen doch aus. Immer wieder sehe ich, dass so viele Gläubige sind so stolz. Sie können nicht loslassen, sie können nicht runterkommen. Sie können nicht mal einsehen, dass sie irgendwas vielleicht falsch verstanden haben, 10 Jahre lang, 20 Jahre lang. Natürlich fällt es uns schwer, aber wir sollten doch als Kinder Gottes, wir haben doch den Heiligen Geist in uns, wir sollten doch uns nicht schämen, wenn wir irgendwas nicht, wenn wir bei irgendwas vielleicht mal schief abgebogen sind oder was auch immer. Lieber habe ich doch dann die Lösung, lieber habe ich doch den Erfolg, lieber habe ich doch, stell dir vor, du lässt jetzt los von der Vergangenheit, du lässt los von aller Bitterheit, Halleluja, und dann auf einmal wirkt der Heilige Geist durch dich, du öffnest dich, du hörst diese Botschaft, du lernst von Gottes Wort und mit der Zeit wächst dein Glauben und auf einmal fängst du dich, traust du dich wieder an die Sache ran, versuchst wieder Gott zu glauben für Heilung, für eine Lösung, für den Sieg, in welcher Situation du auch immer bist und auf einmal erlangst du es. Das ist doch ein Zeugnis. Das ist doch ein Zeugnis. Ja? Du brauchst nicht dieses Zeugnis sein, wo Krückstock und so weiter Leute im Krankenhaus von Jesus erzählt haben. Sei das Zeugnis, wo den Krückstock geschmissen hat und dann von Jesus erzählt hat und andere auch befreit hat vom Krückstock. Und genau das, ich merke schon, während ich solche Sachen sage, wie manche Leute, die zuschauen, wieder das übertrieben finden. Wie kann man sowas sagen? Schmeiß den Krückstock weg. Genau das ist ja das ganze Problem. Ein Mensch, natürlicher Mensch kann das nicht sagen. In Natürlichen kann man das nicht sagen. Da muss man in eine geistliche Atmosphäre reinkommen, da muss der Glaube auf ein gewisses Level sein, um sowas sagen zu können. Da muss man gewisse Sachen gesehen haben. Ich könnte doch nicht so eine Sache sagen, wenn ich nicht gesehen habe, wie Menschen geheilt wurden von Bandscheiben, von taube Ohren. Ja? Wenn Menschen irgendwelche Brüche hatten und dann wurden sie geheilt. Wenn ich nicht das gesehen hätte und ich habe noch lange nicht das alles gesehen, was ich sehen will und was ich sozusagen wünsche mir zu sehen. Es gibt gewisse Dinge, wo Heilungen, ich wünsche mir. Ich bete, Herr, ich bete immer wieder, dass ich irgendwann mal der Tag kommt, wo ich solche Menschen, die in diesen Problemen feststecken, dass die geheilt werden, dass sie das Wunder erlangen, ja? Das liegt aber auch, weil ich in irgendeinem gewissen Maß für gewisse Dinge glaube und dort meinen Glauben kultiviert habe und Gott mich auch in diese Richtung sozusagen gedrängt hat und mich geöffnet hat dafür und bei anderen Sachen man halt noch nicht so weit ist oder ich selber noch nicht so weit bin. Aber ich lerne und ich lerne immer weiter und das sollten wir als Christen alle tun. Jesus sagte, kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe geben. Nehmt mein Joch auf euch. Denn mein Joch ist, nimm meine Last auf euch. Meine Last ist leicht. Nimm mein Joch auf euch. Mein Joch ist sanft. Verstehst du? Und dann heißt es weiter, lernt von mir. Lernt von mir. Und das sollten wir tun. Wir sollten von ihm lernen. Wir sollten von Gottes Wort lernen, von Jesus lernen, um eben diese leichte Bürde, mit dieser leichten Bürde zu leben, mit dem sanften Joch und nicht mit der Last, wo der Teufel bringt, mit der Last der Welt. Das Leben in Christus sollte zumindest, mindestens leichter sein als das Leben ohne Christus. Und da musst du mir
kannst du nicht einverstanden sein. Dann musst du Ja und Amen dazu sagen. Wenn du das auch so siehst, dann schreib es gerne in die Kommentare. Ja und Amen. Ich danke dir schon mal dafür, fürs Mitmachen. Weiter sagt uns die Bibel auch an einer Stelle: Mein Volk geht zugrunde aus Mangel an Erkenntnis. Guck, da siehst du einfach, dass es spielt eine große Rolle, wenn es um die Lehre geht, wenn es um die Erkenntnis geht, um dem, was dir gepredigt wird. Das alles, dieses ganze Paket, ist wichtig für dich, dass du irgendwas empfängst von Gott oder nicht. Und heute haben wir eben darüber geredet, dass du Glauben bekommen wirst, wenn du die Botschaft des Glaubens auch hörst. Und dass es erstmal ganz normal ist, dass du nicht die ganze Zeit 24/7 auf Mods im Glaubenslevel läufst. Ja? Ich kann nicht, wenn mich einer überrumpelt irgendwo, plötzlich aus dem Nichts kommt und sagt, hey, bete für mich, ich habe das und das Problem. Da meistens mache ich das eigentlich nicht. Ja, ich mache das nicht. Ich bete da nicht einfach so für ihn dann so. Ja, weil ich nicht irgendwie ein frommes Gebet einfach runterknallen will, wo einfach nachher nichts passiert. Aber das machen viele. Und das ist genau das. Deswegen passiert, da entsteht nichts, keine Frucht. Der Mensch wird nicht geheilt. Warum? Weil keiner auf irgendein Glaubenslevel. Das funktioniert nicht. Du musst ehrlich mit dir sein. Ich muss ehrlich mit mir sein. Wenn ich für jemanden bete, kann ich ehrlich in dem Moment sein, ob ich echt glaube jetzt für die Heilung oder nicht. Und wenn man in diesem Dienst aktiv ist und immer wieder mit Menschen zu tun hat, merkt man mit der Zeit. Man merkt, ob Glauben da ist. Das kann ich dir schon mal sagen. Man merkt das. Und du kannst es bei dir selber prüfen. Wenn du für irgendwas keinen Glaube hast, vielleicht hast du in irgendeinem Bereich, ist es zugetrampelt worden sogar, der Glaube. Du hattest früher mal Glauben, aber jetzt ist alles zugetrampelt. Hast diese ganzen anderen Botschaften gehört, wo man dich streichelt, das, wo du in deiner Situation bist, ja? Aber du kannst wieder ausgraben. Komm wieder raus aus dieser Situation. Und nimm wieder das Wort an. Vielleicht hat Gott dich heute zu diesem Video gebracht. Der Heilige Geist hat dich hierher geleitet. Damit du einen Neuanfang machst im Glauben. Dass du wieder das Feuer neu entfachst. Dass du wieder zurückkommst. Zur ersten Liebe. Zur ersten Liebe. Dort, wo es für dich real war. Gott war real. Es war echt nahbar. Wow. Alles ist möglich. Alles ist möglich mit dir, Herr. Nichts kann mich fertig machen. Nichts kann mich in eine Depression bringen. Nichts kann mich trennen von der Liebe Gottes. Und das wird dich dorthin führen, dass du siegreich aus Situationen herausgerätst, herauskommst und ein gutes Zeugnis bist für diese Welt. Der Glaube kommt. Der Glaube ist nicht immer da. Er kommt. Ich hoffe, es hat dir weitergebracht und du konntest heute irgendwas hier rausnehmen. Meine Botschaften laufen nicht immer mit einem roten Faden. Die führen auch manchmal dahin, wo der Heilige Geist möchte. Nämlich, ich bin überzeugt, dass der Heilige Geist zu bestimmten Leuten was sprechen will. Und so lasse ich mich auch in diesem Bereich gebrauchen. Ich wünsche dir Gottes reichen Segen und wenn du noch nicht abonniert hast, versuche ich dich nochmal daran zu erinnern, weil das hilft mir wirklich auch mit dem Kanal vorzukommen und dass Menschen diese Botschaft erreicht, wenn du meinst, dass andere auch diese Botschaft hören müssen oder vielmehr es dir schon geholfen hat, dann kannst du natürlich diese Videos teilen, Like nicht vergessen und lass uns auch in den Kommentaren vielleicht uns austauschen, uns vielleicht kennenlernen, abonnieren, Glocke nicht vergessen zu aktivieren und somit unterstützt du mich auch hier mit der Reichweite. Vergiss nicht, wenn du hier etwas mitnimmst und wirklich dieser Kanal ein Segen für dich ist, dann darfst du auch gerne diese Arbeit unterstützen. Du findest in der Beschreibung einen Videolink. Klicke einfach auf ihn und dann kommst du zur Webseite. Und dort kannst du die Liebesgabe tätigen, was auch immer der Herr dir aufs Herz legt. Das tue, ja, wenn dir diese Arbeit wirklich wert ist und du einen Samen ins Reich Gottes setzen möchtest. Gott will dich reichlich segnen, hier in dieser Zeit, auf dieser Erde, jetzt schon, nicht erst im Himmel, wie es manche zu glauben meinen. Gott hat jetzt schon für dich etwas vorbereitet, bin ich fest überzeugt davon. Und auch ich möchte dir etwas Kleines dalassen. Und zwar habe ich ein Buch, das ich dir geben möchte, um genau zu sein, zwei Bücher. Es geht bei einem Buch um das Buch von Erich Fitz, Geschäfte mit Gott. Es geht um einen Geschäftsmann, einen deutschen Geschäftsmann, den Gott wirklich segnete, weil er Gottes Reich baute mit seinem Gut, also mit seinen Finanzen. Und es ist ein Vorbild, wenn es um geschäftliche Dinge geht. Und ich möchte, dass du entweder dieses Buch oder ein anderes Buch erhältst, je nachdem, welches du halt haben willst. Das andere Buch ist ein Buch von Mike Murdock. Finde deine Berufung. Ist auch ein sehr wichtig und interessantes Buch. Es hilft dir einfach, in Gottes Beruf hineinzukommen. Wenn du hier finanziell dabei bist, möchte ich dir eins von diesen Büchern schicken. Schreib mir einfach eine E-Mail
nachdem du die Liebesgabe getätigt hast, und sag mir, welches Buch du haben möchtest. Dann schicke ich es dir gerne zu. Ich wünsche dir Gottes Segen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann.